Dieser Gang sieht überhaupt nicht einladend aus, Leute. Überhaupt nicht einladend. Voller Sachen. Nein, das müssen wir uns nicht geben. Oh, dann müssen wir uns da stellen. Oh, das sieht so episch aus. Oh. Warte mal. Warte mal. Die sah aus wie die Frau aus dem Bild, das wir malen. Die sah aus wie die Frau aus dem Bild. Na, noch eine Ratte, Alter. Hat er eine Rattenphobie oder was? Nee, aber die sieht, wie gesagt, die sieht aus, wie hat diese Kreatur hat ausgesehen wie die Frau auf der Leinwand, die wir malen. Wenn das vielleicht nicht die Tochter ist, vielleicht ist das ja unsere Frau, die so verunstaltet wurde. Ich kann da nicht aber raus, oder? Nee, leider nicht. Ja, aber. Oder sieht die Tochter vielleicht jetzt einfach nur nach der Mutter sehr ähnlich aus? Oder ich verstehe das einfach. Nee, ich ganz ehrlich. Kein Plan. Oh Gott, was ist das? Alter, ha, lass uns hier abhauen. Lass uns bloß abhauen. Oh Gott, was ist hier? Was ist das? Drehen wir mal und dann muss ich doch. Nee, das geht nur in die eine Richtung. Alter, was ist da los? Was kommt da? Was ist das? Was kommt da jetzt? Ein Haufen von Gemälde? Oh Gott, was ist das für ein verstörtes Bild? Leute, ihr wisst, ich bin sehr neugierig, was passiert, wenn man was für Sachen macht, tut. Ich meine, wir könnten da weitergehen oder wir könnten einfach mal da runter springen, einfach mal spaßhalber. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber. Man muss es einfach erfahren, man muss es einfach ausprobieren. Wo zur Hölle bin ich jetzt gelandet? Was ist das für ein Ort? Soll ich diese ganze Farbentinte oder was auch immer was für ein Scheiß sein soll? In Asche sollst du ernten. Is that her? Oh God. Can she hear us? This is all fixable, right? No. You don't understand her face, her hands. She will be devastated. Ich
Ich glaube, das ist nicht die Tochter, die wir da sehen, sondern eher die seine Frau, die so umgeschaltet wurde. Momentan bewege ich das Ding. Die Frage ist nur, kann. Was hat es jemand auf sich? Kann ich das irgendwie. Ah, okay, Moment, da können wir vielleicht eine Frage stellen. Machen wir das am besten? Eine Frage. Kann man das, nee, auf Deutsch können wir das wahrscheinlich nicht fragen. Wir müssen es wahrscheinlich schon. Probieren wir mal folgendes. Oder machen wir mal einfach, hallo. Nee, keine Ahnung, was ich da eingeben kann. Oder eingeben muss vielleicht. Weiß ich nicht. Die waren mir doch schon mal. Komm wieder diese Psycho-Nummer. Ja, hier waren wir schon. Das sieht nur erst anders aus. Oh Gott. Sieht aber nicht so einladend aus. Muss ich den Fahrstuhl vielleicht wirklich mitnehmen? Kann doch sein, oder? Wir nehmen mal den Fahrstuhl mit, einfach mal so sehen, was passiert. Vielleicht brauchen wir den, vielleicht auch gar nicht. Das wissen wir aber nicht, bevor wir das nicht machen. Also nicht unbedingt gebraucht. Ungezieferwuchs, Krebs des Hauses, fauliger Gestank, oh Gott, diese Geräusche. Hallo. Oh. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Was hast du denn getan? Hat sich das damit wehgetan oder so? Oder? Oh Gott, da passiert doch gleich was. Oh, okay. Nee, da müssen wir offenbar die Maus gedrückt halten.
Oh, da ist die. Ist es unsere Frau oder? Wir wissen halt nicht. Die Tochter wahrscheinlich eher weniger, wahrscheinlich dann doch unsere Frau. Können wir das nochmal? Passiert das was? Ändert das was, wenn wir das. Okay, es ist nicht mal was anderes. Immer was anderes. Und nochmal ein neuer Tauchgang. Ah, das müsste unsere Tochter sein, oder? Oder? Oder ist nur eine Puppe? Los. Sumer ist tot? Kann ich mir nicht vorstellen. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Oh God, that whole monster. Ich wollte eigentlich das Kunstwerk zu Ende machen. Was soll der Scheiß? Lass mich es zu Ende machen. Lass es mich beenden. Es gibt hier keine Tür oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt groß machen soll. Ah, ich muss wieder die Dinger aufsammeln, aber das sind sehr viele von denen. Da ist noch eins. Oh. Hängt mir dieser Psycho-Scheiß an. Sollen wir uns hinsetzen oder wie? Ist das jetzt wieder die Tochter? Oh, Alter. Echt jetzt? Schon eine Riesenratte? Da haben wir nichts mehr. Ich glaube, dann können wir jetzt wieder hier hin. Oh, nee, nicht schon wieder die Puppen. Nicht schon wieder die Puppen.
Tu mir das bitte nicht an. Ich drehe mich schnell. Also ich habe gerade meine Hände von der Maus und das ist so weg, ne? Also. Alter, erst. Jetzt lass doch mal den Scheiß. Es dreht sich alles in meinem Kopf. Wow. Was war das jetzt? Ich kann nichts dafür, es dreht sich alles. Ich mach das nicht absichtlich. Ich weiß nicht, was los ist. Alter, was ist los hier? Ich bin gerade voll verwirrt. Hier müsste es doch noch sowas geben, oder? Was ich da aufsammeln kann, so eine Spiel. Spielfigur. Oh mein Gott, er hat aufgehört, sich zu drehen. Meine Fresse. Es wurde aber auch lästig. Ich weiß nicht so wirklich, was ich tun soll. Ich weiß nicht wirklich, was ich tun soll. Ich sehe es gerade. Ach, da ist es. Da ist das Ding. Oh Gott, das hält auf. Was jetzt? Alter, was? Das ist absolut nur krank. Ich habe keinen Plan, was hier gerade abläuft. Was wollen die von mir? Das war zu offensichtlich. Das war jetzt so offensichtlich. Die Spülung geht nicht. Da muss man wieder der Mario wieder herkommen. Fängt er wieder sich an zu drehen, der Spacko? Oh Gott. Alter, was ist mit dem Spiel los? Mit wem spielst du überhaupt? Ja, das frage ich auch gerade. Das frage ich mich auch gerade.
Haben wir vielleicht gar keine Tochter und war das einfach nur eine Halluzination, Illusion, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, eine Imagination, ja. Oh, die Küche. Das Haus im großen Kessel. Habe ich jetzt alles oder? Oh, das stapelt sich aber richtig, ja, richtig gut. Und jetzt? Oh, da muss ich jetzt hin. Das Herz, ich will nur nicht wissen, von wem das ist, das Herz. Wie komme ich da dran? Wie komme ich da dran? So, nee. Alter, hören wir mal damit aufhören? Ich würde einfach mal gerne wissen, was hier los ist. Nur noch eine Figur. Ist das unser Herz oder ist das eine symbolische Bedeutung? Yes, that's it, my love. I am so, so sorry. Ein wirklich schönes Bild. No. It's a lie. It's always been a lie. It won't bring them back. I see it now. I know what must be done. Was hat er vor? Was macht er jetzt? Oh, der hat sehr viele Bilder von ihr gemalt. Mehr oder weniger ein paar gute oder schlechte. Oh, nee, ich glaube, ich weiß, wo das endet. Er hat offenbar beide verloren. Seine geliebte Frau und sein Kind. Echt traurig. Lea Sophias von Super Team. Executive Producer. Oh Mann, dessen. Ich lasse mal gerade die Credits ablaufen. Leute, das war doch mal. Das ist. Echt gutes Horrorspiel. Hat mir gefallen auf jeden Fall. Aber ich habe noch ein. Also, das Ende, ja.
Irgendwie war das abzusehen, weil ich meine, die Frau hat er verloren, sein Kind hat er verloren und jetzt ist er irgendwie verrückt geworden oder unter Schizophrenie oder woran er gelitten hat. Und jetzt, ja, hat ihn sein eigener Wahn letzten Endes in sein Ende getrieben. Also ich mich halt nur frage, was ist jetzt genau passiert? Ich meine, wir wissen, wir haben erfahren, die Frau ist, es gab einen Unfall, seine Frau ist irgendwie dadurch verunstaltet worden und offenbar hat sie sich dann auch letzten Endes das Leben genommen, glaube ich, wenn ich es soweit richtig verstanden habe. Mit der Tochter weiß ich gar nicht so genau. Es scheint so, als wäre die Tochter irgendwie bei dem Unfall schon gestorben oder so. Es sind halt eben noch ein paar ein paar offene Fragen, was genau der Unfall war, wie es dazu kam, ob der ist der Künstler, den wir gespielt haben, wirklich schizophren. Ja. Gutes Spiel, hat mir gefallen. Ich habe mich zwar nicht so tot erschreckt wie. Ja, gut, also. Ja, halt so. Dass ich da jetzt zusammenzucke. Ich habe mich schon ein paar Mal erschreckt, weil es kamen schon ein paar Mal ein paar Sachen unerwartet. Ich habe hier auf jeden Fall eine Gänsehaut bekommen, einige Male, also die Atmosphäre ist sehr super. Das Spiel ist sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Kann ich jedem nur ans Herz legen, es mal selber zu spielen. Am besten im Dunkeln, damit ihr auch das richtige Feeling bekommt. Wenn ich überlege, das Spiel erstmal als VR zu spielen, also mit einer, wie heißt das, mit der Oculus Rift oder sowas, dann, ja, gute Nacht, würde ich sagen. Don't look back. Glücklicherweise spiele ich gerade es am Tag, am helligen Tag, deswegen kann ich ruhig zurückgucken und es passiert sowieso nichts, oder? Ja. Stimmt, es gibt ja noch ein DLC. Das habe ich ganz vergessen. Habe ich leider noch nicht gekauft. Aber das machen wir dann in der. Das mache ich dann eventuell als ein anderes, als ein neues Let's Play, weil ich meine, das ist ja ein bisschen anders, glaube ich. Ja, mal schauen, ich überlege mir noch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für mit dabei sein, mit ja, vielleicht mit Angst haben oder auch immer, wie auch immer. War ein klasse Spiel und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Also dann, tschüss!